Willkommen zurück zu The Last of Us Part 1, das PS5 Remake. Ist die Welt hier wirklich verloren? Das gilt es herauszufinden. Denn Ellie, ein Mädchen, das wir schmuggeln sollen, ist wohl immun gegen diesen Pilzparasiten, der die ganze Welt in ein Chaos gestürzt hat. Aber sagt sie wirklich die Wahrheit? Das gilt es herauszufinden. Jetzt geht's erstmal in die Stadt ein bisschen bummeln. Sieht stabil aus, oder? Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezone wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Oh, was war das? Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Boah. Wir sind absolut nirgendwo sicher. Das ist schon mal Regel 1 in The Last of Us. So, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich bei den 3500 Likes aus Part 1. Mal schauen, wie viele wir heute schaffen. Gebt gerne wie immer Feedback zum Sound, ob der passt oder nicht. Aber ich fand es eigentlich gestern relativ gut. Ich habe es mir noch angeschaut, angehört. Also zumindest auf dem Handy, alles tipptopp. Selbst am Anfang. Also überprüft auch immer schön eure Geräte. So. Leider nichts gefunden hier, aber das Spiel ist so schön mittlerweile. Hier auf PS5, da lohnt es sich auch einfach unnötige Wege zu gehen. Wobei, warte mal, ich erinnere mich dann an eine Sache. Halt. Das möchte ich jetzt nicht Ja, da unten, siehst du? Das ist mir gerade noch eingefallen. Es gibt hier ein bisschen Hanf. Nein, Spaß, aber anders kann man sich dieses Pillensymbol nicht erklären. Und das ist ganz nice, denn je mehr Pillen wir haben, desto mehr Fähigkeiten können wir freischalten. Mehr Gesundheit, dass wir besser hören können, schnelleres Heilen, dies, das. Findet man aber nicht immer in Pflanzenform, sondern auch tatsächlich in Tablettenform. Müssen wir gut drauf achten. Und ihr dürft mir auch gerne immer in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Und ihr erinnert euch daran, dass da was ganz Wichtiges war. Also Schrauben, Tabletten, solche Dinge. Das will ich alles haben. Wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder rauf? Ach, hier? Na gut. Tommy, der Pillenschlucker. Ja, vor allem Hefepillen habe ich jetzt die letzte Zeit wirklich sehr viele geschluckt. Weil die helfen gegen Magen-Darm. Aber ich glaube, heute setze ich sie ab. Weil es geht mir eigentlich schon relativ gut. Schon ein, zwei Tage. Und ich glaube, dann kann man es absetzen. Mal gucken, was wir noch so Schönes in der Stadt finden. Hoffentlich hat der Gucci-Store noch offen. Vielleicht gibt es sogar einen Sale. Wegen den ganzen Dramen hier. So ein Apokalypsen-Sale. Mann, ist ganz schön tief. Ja. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Schlimm, ist eigentlich unvorstellbar. Aber wenn Krieg tobt, dann schaut das auch nicht ganz anders aus. Wir können wirklich alle froh sein, dass wir sowas noch nicht erlebt haben. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Hier drüben. Ja, da kann man rein.
Werde ich gleich mal reinschauen. Ich glaube, ich lasse auch so gut wie immer die Taschenlampe an, weil man hat zum Glück keine Batterie, da muss man sich nicht drum kümmern. Ab und zu mal muss man schütteln. Aber dann läuft die wieder. Und man sieht so halt einfach viel mehr, gerade auf YouTube, wo alles nochmal ein bisschen dunkler ist. Okay, hier ist leider nichts drin. Schade. Aber so ist das Leben auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Man findet nicht so viel. Ah, wie ärgerlich. Vielleicht nochmal außenrum im Garten. Aber allein diese Gewittergeräusche und dieses leichte Feedback auf dem DualSense Controller. Sehr cool. Man kriegt so ein bisschen Feedback zu den Regentropfen. War hier nicht auch noch ein Fireflies-Anhänger? Nein? Hm. Manchmal hängen die im Baum. Ich meine, hier war einer, aber ich sehe nichts. Naja. Das ist nicht Outlast. Nee, das nicht, aber es ist mindestens genauso gruselig manchmal. Okay, wenn es hier nicht weitergeht, wo dann? Ah, da vermutlich. Nur nicht für ihn. Für ihn ist es zu spät. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Guck mal, die Hand fehlt. Da hatte jemand aber großen Hunger. Hat's Maul nicht voll bekommen. Auf welcher Konsole spielst du? Bro, das gibt's nur auf PS5. Und später noch irgendwann für PC, ja, aber aktuell nur PS5. Ist ein Game von Naughty Dog und das ist ein PlayStation Studio. Kriegst du nirgendwo anders. Oh, noch jemand. Mist. Juli 2033, Einsatzleiter Waters. 18.08 Uhr angekommen, Punkt so und so. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr, negativer Kontakt. 22.18, scheiß negativer Kontakt. 23.12, Soldat Atwater meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt, Cordyceps Infizierte. Cordyceps ist der Name des Pilzes. Zweites Stadium, bei eingestürztem Bürogebäude, unterwegs für Untersuchung. 23.40, mehrere Infiziertenkontakte, Soldaten Atwater, Shah, Coolidge vermisst. Angriff in Gebäude, Innerem aufgehalten, erwarten Evakuierung. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Warte, wenn es hier oben dann weitergeht, dann ist hier unten wieder ein Bonusraum, oder was? Schauen wir mal hinein. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich gespannt war und richtig Angst hatte in diesem Kapitel hier. Weil die Atmosphäre, während man diese schrägen Hochhäuser hinaufläuft, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich was ganz Besonderes und haben die Entwickler sehr gut hinbekommen. Geh erstmal ganz rauf. Aber, oh, nee, doch nicht ganz umsonst, da liegt eine Schere. Meinung God of War, super Game, haben wir gespielt auf Twitch. Ich freue mich auf den nächsten Teil Ende des Jahres. Wird wahrscheinlich auch hier auf YouTube dann gestreamt. God of War Ragnarök, wenn sich der Name jetzt nicht noch 70 Tage vor Release ändert. Oh nein, oh nein. Verdammt, Klicker. Oh Mann, was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich.
Die Klicker, wohl die berühmtesten Infizierten aus The Last of Us. Es ist zwar nur die zweite Stufe, aber die sind wirklich super gefährlich. Blind, aber nicht taub, ganz im Gegenteil. Es reicht ein Biss, ein Kontakt und man ist instant tot. Und in diesem Stadium bekommen die Menschen auch nichts mehr mit. Mist! Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Da sind sie dann schon komplett willenlos. Fabi Tendo, ich danke dir für 5 Münzen. Moin, bin gerade mit dem Moped geflogen und beim gebrochen. Deswegen hoffe ich, dass mich dieser Stream wieder aufhält. Ach, Bein gebrochen, scheiße. Alles Gute dir. Aber siehst so, es könnte schlimmer sein. Du könntest ein Klicker sein. Kopf runter. Alles Gute dir. Leg dich hin und lass das den Arzt überprüfen. Das stelle ich mir auch echt... Boah, Hilfe. Alles ist total okay. Stell mir heftig vor, so ein Sturz. Sei froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Boah, diese Hochhäuser sind so krass. Ich liebe es. Ah, an diesem Klickgeräusch, das war positiv in dem Fall. Daran erkenne ich, ich kann was craften. Ein Messer nämlich. Aber wir können nur 3 tragen, dann spare ich das mal. Die Messer sind eine gute Sache, um sich nochmal gegen Klicker zu wehren. Ich glaube, das geht in jedem Fall, wenn man noch Messer hat und man wird erwischt, dass man sich damit noch befreien kann. Aber hat man keine Messer, RIP. Hilf mir hier mal. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße, Mann. Das sah so viel realistischer aus. Oh, das war heftig. Oh ja. Digga. Das sah wirklich viel, viel krasser aus als im Remaster. Aber ich habe trotzdem Schaden genommen, obwohl das nur eine Sequenz war. Hier wegkommen. Okay, weil ich vielleicht nicht so schnell gedrückt habe. Klicker sind Stufe 3. Bin ich mir gar nicht mal sicher, aber müsste sogar stimmen. Es gibt ja noch diese Stalker, die kriegt man aber nur ganz zum Ende des Spiels zu Gesicht. Ein paar Mal. Das habe ich sowieso nie ganz verstanden. Aber ja, möglicherweise ist das so. Dann sind die Klicker halt Stufe 3. Okay, auf jeden Fall sind sie aber die bekanntesten und super gefährlich. Soll ich da runter? Da breche ich mir doch was. Übrigens, ich bin ein bisschen beunruhigt. Ich habe jetzt echt schon viel Schaden und kann mich nicht heilen. Ich habe kein Medikit mehr und finde auch hier absolut nichts. Oder? Ein Backstein. Aber den kann ich nicht essen. Ist ein bisschen hart. Alkohol. Ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Aber warte, vielleicht kann ich mir jetzt ein Medikit craften. Ja, okay, dann lass so machen. Ich werde jetzt aber trotzdem geizen und es nicht nutzen, weil... Bei den Klickern bin ich sowieso am Arsch, wenn ich sie berühre. Tür geht nicht auf? Ich muss ein Messer benutzen, was? For real? Ja, und was macht man, wenn man an der Stelle keins hat? Ah, warte, dann ist das aber auch eine Bonustür. Na bitte. Ja, ist auch so. Das ist optional. Okay, 10 Pillen. Wir könnten uns sogar schon ein Upgrade reinpfeifen. Den Lauschmodus erhöhen. Aber nee, bin eigentlich zufrieden damit. Lass lieber auf was anderes sparen. Vielleicht sogar auf maximale Gesundheit. Und ja moin, ich übersehe einfach fast diese 25 Schrauben. Anders los. Liebst du Katzen? Ja, tue ich. Ich habe selber 2.
Noch eine Flasche, aber ich glaube, der Stein ist besser. Und auch leiser. Gut, dann muss ich wohl tatsächlich da runterspringen. Ja, Stalker sind Stufe 2. Ja, sieht wohl so aus. Oh, da oben. Scheiße. Oh. Vielleicht geht's aber auch da oben weiter. Was hängt denn der Bree so ab? Holy shit. Die arme Sau. Kati Katze nochmal, vielen, vielen Dank für 5 Münzen. Freust du dich auf Last of Us Serie? Ich guck die irgendwann, wenn sie vollständig verfügbar ist. Ich bin nicht so zufrieden mit der Schauspielerwahl. Irgendwann schaue ich sie mir an, aber... Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Ich hab's jetzt nicht eilig. Okay. Komm, Großer. Na los. Okay. Okay. Scheiße. Los. Los geht's. Oh mein Gott. Was hast du vor? Okay, nicht kämpfen. Aber wie war das nochmal? Kann man die trotzdem von hinten erdrosseln? Oder kann man die nicht self-killen ohne Messer? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur noch, ein Headshot killt die auch nicht. Man braucht 2. Boah, allein diese Geräusche. Verpiss dich, Mann. Geh weg. Da können wir raus, über das Gerüst. Wo? Hier hoch, oder? Ja. Oh shit, oh shit. Ich will aber doch zu gerne wissen, ob da drin was ist. Kann man sie von hinten killen? Ja, geht. Okay, es ist aber nur einer, oder? Dann kriegen wir das doch hin, warte. Ich riskiere es jetzt. Warum hat er mich gesehen? Oh Mann! Lauf, Joel! Der kann da nicht hoch. Glaube ich. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann nein, es geht wirklich nur mit Messer. Gehen wir hoch? Ja, dann war es ja sogar ganz gut, dass das jetzt nicht geklappt hat, weil das eine Messer, das ich noch habe, würde ich gerne speichern. Solange es geht. Kann man ohne Messer nicht killen. Okay, komm. Mhm. Aber das Messer geht dann auch wirklich verloren? Ist ja krank. Dann musst du entweder ein Messer opfern, komplett dich wegstelfen oder halt schießen. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Das macht die so gefährlich. 20 Jahre alte Patronen, Gewitter und Bomben ausgesetzt. Mein Gott. Schön. Oh, es ist so gefährlich. Komm schon, Eddie. Ja. Nicht runterschauen. Bloß nicht runterschauen. Alles okay. Wir müssen da durch.
Wird sicher nicht der Einzige gewesen sein hier. Vor allem, das war der Tutorial-Clicker und ich hab den voll verkackt. Klar, immer noch besser als gebissen zu werden, aber dennoch. Ein neues Brett. Ja, tauschen wir. Weil meins ist schon fast kaputt. Runner. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Eine neue Waffe? Du kannst eine Waffe pro Holster ausrüsten. Zusätzliche Waffen werden im Rucksack aufbewahrt. Okay. Ja, der Revolver hat natürlich bei weitem mehr Durchschlagskraft. Da könnte sogar ein Headshot reichen bei den Klickern, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sollten wir den eigentlich nur im Notfall nutzen. Achso, sie hat gesagt, Runner sind da, ne? Ja, für die reicht die normale Pistole. Hoffentlich. Wo sind sie denn? Jetzt kein Missbauen. Bist du alleine? Ja, mehr oder weniger. Einmal Erlösung für dich. Kannst ruhig ein bisschen Revolver-Money droppen, danke. Oh, da kommt der nächste. Habe ich noch was zum Werfen? Nein. Ah, warte, ich glaube, ich gehe nochmal zurück in den Gang, weil ich habe die Hoffnung, dass vielleicht auf der anderen Seite des Ganges auch nochmal einer rumsteht. Ja, doch, hier. Oh, das ist aber nicht ganz ohne Risiko. Das ist aber nicht ganz ohne Risiko. Dennoch, mir gefällt sein Laufweg. Alles gut. Oder auch nicht. Oh, fuck. Kann ich den packen? Ah, er geht in den Raum. Dann schnell hinterher. Und er ist alleine, er ist alleine. Gib's ihm! GG. Ist das der Revolver, den Ellie in Part 2 geerbt hat? Müsste sein, ja. Aber da war, glaube ich, nur die Rede von Joels Revolver. Ob das jetzt... Ja, doch, es muss der sein, weil... Einen anderen hatte er ja nicht. Aber den hat er ja auch nur gefunden. Noch irgendwo was zu essen? Zwei Snacks haben wir gefunden, aber wirklich viel geheilt haben die jetzt nicht. Hat aber geschmeckt. Köstlich schmöchlich. Okay, ich glaube, wir haben noch zwei vor der Brust. Ne, drei mindestens. Scheiße. Und die beiden stehen nah beieinander. Dann versuche ich es erstmal bei dem da hinten. Aber die sind alle relativ nah beieinander, dammit. Dein Ernst? Das ist sogar ein Klicker da hinten. Er kommt. Komm rein. Ach du Mistkerl. Ich schnapp ihn mir jetzt einfach. Schnell, kill ihn, bevor der andere was merkt. Und vor allem der Klicker. Weg da jetzt, weg. GG. Oh, er kommt, er kommt. Music Micha, danke für 48 Monate. Wieso steht hier 25? Bei mir steht 48, alles gut. Ich glaube, den kriege ich von dem Klicker nicht weg. Boah, der steht da. Der steht da. Holy shit. Digga.
Lieber den Klicker killen. Du dummes Schwein! Lass mich! Oh, das war Revolver-Muni. Nice. Okay, ihr könnt kommen. Verschwinden wir von hier. Ja, und ihr hattet recht. Ohne Messer kannst du den Klicker nicht killen. Aber ich habe das jetzt mal investiert. Wir können ja auch theoretisch ein neues craften. Ja, und eins sollte man schon immer bei sich tragen. Ich mach das mal. Okay. Einfach cool. Kennst du Blacklist? Blacklist ist doch eine Serie, oder? Habe ich aber nicht gesehen. Okay, ich glaube, wir können gehen. Ach, Moment. Mein Brett ist kaputt gegangen. Dann nehme ich das noch mit. Mike M., Kuss für den Zehner. Danke dir, dieses geile Game nochmal hier erleben zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das freut mich sehr. Dir das willkommen. Herzlich willkommen. Moin, moin. Noch ein Schuss. Sehr gut. Ist Jonas, das ist eine Münze da, Ehre. Jack Arthur, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Okay, Tess, los. Tut mir leid. Okay, halt fest. Ich möchte nicht noch mehr Stress mit Nintendo. Musst du selber googeln. Okay. Alles klar, bevor wir gehen. Komisch, dass Multiplayer im Remake nicht dabei ist. Ich habe den ehrlich gesagt eh nie gespielt. Und das kommt ja jetzt ein neuer. Als Standalone-Game. Ich denke mal, das wird der Hauptgrund sein. Riesige Gebäude, ist so geil. Liebe es. Gehen wir es an. Hier können wir durch. Vorsichtig. Dann mal sieht los. So krass aus. Was ist denn das hier? Ein Tresor? Nee, eher so eine Mikrowelle. Nein, danke. Wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Kann ich verstehen, dass sie nach der Mission hier Burnout hat. Irgendwas Interessantes im Real Life passiert? Nee, bis auf den Ägyptenurlaub nicht. Und da werde ich die ganzen Geschichten noch in irgendeinem Video mal auspacken. Bin ich nicht gerade im Kreis gegangen? Ich gehe gerade gar nicht durch. Oh, hell. Bestimmt ist hier doch auch noch irgendwo was versteckt und ich find's nicht. Das war ein Röhrenfernseher. Ja, entweder das oder eine Mikrowelle.
jetzt noch was? Naja. Tess, hier unten. Wir wollen ja hauptsächlich das Game nochmal durchspielen. Wir sind hier keine 100% Gamer. Oh, nochmal 5 Pillen. Sehr gut. Aber ich glaube, ich spare wirklich auf maximale Gesundheit erhöhen. Und guck mal hier! Am Ärmel. Firefly. Was ganz Tolles. Molotov-Cocktails. Ahaha. Die feiere ich so. Die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Das wird schon. Der Molly ist unser bester Freund. Der Preston. Auberginenkaffee. Triff dich mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Rathaus, goldene Kuppel. Mädchen, 1,60, 14 Jahre alt, rothaarig. Der meint Ellie. Aus der Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Würdet ihr euch in so ein Gebäude reintrauen? Ich hätte wirklich jederzeit Angst, dass das einstürzt. Da drüben, siehst du's? Ja. Nein, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Bruder, wie viele sind das? Fuck. Also auf den muss ich eigentlich direkt das Messer verwenden. Da war nix. Ich bin nicht da. Aber wenn ich den jetzt absteche, dann wird der, der gerade ist, das bemerken. Junge, wir sind am Arsch. Durch das Fenster. Los. Lieber sterbe ich, als in einem Nest voller Klicker zu landen. Ja, same. Jetzt kommt der auch noch her, geh weg! Nicht vergessen, er kann das Licht nicht sehen. Oh, der andere kommt, der andere kommt. Warte, 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 und jetzt geh durch, schnell! Hallo, geh durch! Okay, von hinten ist man wohl definitiv tot. Zweiter Tod. Oder Moment, kann man sich gar nicht verteidigen? Ich hatte das in Erinnerung, dass du dich nochmal verteidigen kannst, wenn du ein Messer hast. Oder war das ein Skill, den man das freischalten muss? Oh. Tatsächlich. Das hat man ja gar nicht von Anfang an. Okay. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Dann müssen wir die Sache aggressiver vorgehen, wenn wir entdeckt werden.
ihn erstmal weiter weglocken. Durch das Fenster. Durch. Los. Jetzt außenrum. Aber ich weiß nicht, wo es rausgeht. Er ist ein Runner. Egal, ignorieren wir ihn. Oh, danke, lecker. Was zu essen. Iss doch! Muss ich das aufschlagen? Ich kann's nicht essen, Gottverdammt! Ja, jetzt, okay. Such den Tresor. Hier ist ein Tresor? Dann muss ich aber alle abschlachten. Das kann ich nicht machen. Als ob. Als ob. Ach komm, fick dich! Oh, hier ist der Ausgang. Yo, what the fuck? What? Scheiße. Haben wir's dann? Oh, nein. Piss dich! Okay. Ich habe alles im Griff. Ja, aber der Molotow-Cocktail hat schon gut geregelt. Oh, hier ist der Tresor. Hab ihn gefunden. Der war genau da, wo der Runner stand. Oh my God. Und wo ist der Code? Uff, das war wirklich wild. Jetzt müssen wir nur noch den Code finden. Aber ihr könnt mir auch gerne direkt sagen, wobei, warte, was ist hier los? Nee, ist nur ein Preisschild. Also wir hätten schon längst entkommen können, aber für den Tresor musst du ja eigentlich alle umbringen. Und das Positive ist, wenn du entdeckt wirst, dann sind sie alle mehr oder weniger auf einem Fleck. Da bietet sich dann ein Molotow-Cocktail schon sehr gut an. Oh Gott. Okay, bisschen Munition. Noch was zum Essen. Grandios. Klar, ärgerlich mit dem zweiten Tod, aber das war auch dumm gemacht beim ersten Versuch. Und ich dachte, ich habe diesen Skill, aber den musst du erst freischalten, dass du dich mit einem Messer gegen den Klicker wehren kannst. Dann würde ich vielleicht sogar das zuerst upgraden mit den Pillen und noch warten mit maximaler Gesundheit, weil das ist halt schon insane wichtig. Das ist wie eine Lebensversicherung. Okay, den Code habe ich, aber wo findet man den? Das wäre vielleicht auch noch ganz cool zu wissen. Wo muss ich dafür hingehen?
Muss ja hier irgendwo sein, ne? Würde mich halt schon interessieren. Noch sehe ich nämlich nichts. Candy Shop. Candy, Candy. Oh, vielleicht steht das sogar hier drin. Ah, tatsächlich, oder? Ja. Nur, dass ihr noch eine Null dran schreibt. Derek von der Buchhandlung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. 3, 43, 78. Hä, wieso schreibt ihr alle 0, 3, 43, 78? Oder muss man auf die 0 noch von alleine kommen? Na, mal sehen. Ziemlich cooles Areal hier. Ja, es muss ja 03 sein. In dem Sinne dann 43 als nächstes. Und 78. Nice. 50 Schrauben. Geilo. Na, dafür hat sich das Chaos hier doch gelohnt. Abgesehen von den epischen Szenen. Ich liebe das auch einfach, wenn diese Scheißklicker brennen. Die haben nichts anderes verdient. Brennt, Lichterloh. Okay, na los. Ralf lässt einen Fünfer da. Vielen Dank. Moin, hab gerade einen Bandscheibenvorfall und deine Videos helfen mir, das durchzustehen. Ich wünsche dir alles Gute. Lass es langsam angehen. Bleib entspannt. Hey. Na los. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Ja. Ging mir nie besser. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Da hat Joel komplett recht. Aber seht ihr, ich habe doch gesagt, diese Hochhäuser sind einfach nur geil. Und das war erst der Anfang. Es kommt noch so viel mehr. Crazy shit. Findest du das Spiel schwer? Ja, man kann sich's halt schwer machen, ne? Wir spielen's ja auch auf schwer. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Es gibt noch zwei höhere Schwierigkeitsstufen. Vor allem die letzte ist halt krank. Wenn du da einmal stirbst, musst du das Spiel von vorne beginnen. Von ganz von vorne. Das ist geisteskrank. Kerem, eine King-Donation. Alter, vielen, vielen Dank für unfassbare 80 Schweizer Franken. Warte mal kurz, Bruder. Scheiße, ich dachte, wir wären jetzt sicher. Oh, Mann. Dude. Fuck! Ich denke mir so, ach ja, lass mal gucken, vielleicht finden wir noch ein bisschen was zu essen. Stehen da einfach drei Runner drin? Okay. Ich wurde von so einem gebissen. Sie haben noch Gesichter. Sie sind neu infiziert.
Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Von einem Runner wurde Ellie erwischt? Schwach. Jo, Alter. Aber die hatten wenigstens Kunstgeschmack. Guckt mal. So, jetzt aber. Kerem, vielen, vielen lieben Dank. Für den okay, dann mal los. Insane Support auch heute. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ah, oh, da gibt's Hummer. Lecker. Sonst noch ein Häuschen, das wir uns anschauen können? Nee, oder? Muss auch nicht sein. Hauen wir lieber ab. Feierabend für heute. Das reicht. Genug Spaß. Klettert hoch! Du könntest auch helfen, Joel. Mein ja nur. CGI Sicherheitsbroschüre. Das Centers for Disease Control hat diese Broschüre über die Cordyceps Gehirninfektion CGI herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund. Der parasitäre Cordyceps-Pilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßlern befallen. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch im Menschen einzunisten. Da gab es wohl einige Mutationen. Ob uns das auch bald bevorsteht? Mit diesem C-Virus? Übertragung. Die beiden bekannten Übertragungswege von CGI sind Einatmen der von Cordyceps abgesonderten Sporen, Maske tragen und Abstand halten. Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI infizierten Person in der Regel durch einen Biss. Ja, okay, wenn Sex okay ist, dann passt das für mich. Inkubation. Nach der anfänglichen Infektion breitet sich der Parasit innerhalb von 1 bis 2 Tagen ins Gehirn des Wirts aus. Leute wie Skurros haben da nichts zu befürchten, weil die haben ja kein Gehirn. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn der Cordyceps alle körperlichen Funktionen seines Wirts übernommen hat. CGI, erstes Stadium. Symptome. CGI-Patienten im ersten Stadium legen launisches, gewalttätiges Verhalten an den Tag und gehen auf alle in ihrer Umgebung los. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Behandlung. Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI. Auch zur Verlängerung der Inkubationszeit ist keine Behandlungsmethode bekannt. Damn. Diagnose. CGI kann durch einen Bluttest oder eine mikroskopische Untersuchung, in der Regel im Ohr, festgestellt werden. Die Testergebnisse fallen bereits Minuten nach der Infektion positiv aus. So viel zu den Fakten also. Sehr schöner Bericht. Sehr, sehr schöner Bericht. Joel, hier drüben. Mhm. Wir gehen durchs Gebäude. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich meine ja nur. Jetzt ein Golfschläger wäre nice. Mhm. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Oh, sie kommen! Ich weiß! Oh. Gut, los, okay. Los, los! Du hast da was am Schuh. Ich.
Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Och du, ich möchte gern hier drin bleiben, ehrlich gesagt. Ah. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam's zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Was haben wir denn? Interessante Geschichte. Naja, hier haben wir auf jeden Fall eine Werkbank. Da können wir unsere Waffen jetzt letztendlich verbessern. Was ist das hier eigentlich? Achso, ich glaube, das kann man erst machen, wenn man das auch entsprechend gefunden hat. Deswegen ist die Frage, soll ich überhaupt was verbessern oder erstmal sparen? Ja, Feuerrate erhöhen würde ich halt schon gerne. It's Jonas TV, danke für eine Coin. Und Lama Jerry für die Mitgliedschaft. Bisschen mehr im Magazin. Ja, für 15 geht das schon. Moonlight, guten Abend. Weiß nicht, ob du gestern meine Nachricht gesehen hast, deswegen schreibe ich es hier nochmal. Danke, dass du das Spiel wieder spielst. Bestimmt, aber gerne. Kein Problem. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Wie sieht's aus beim Revolver? Ja, komm, da hauen wir auch nochmal 15 rein fürs Nachladen. Oh, viele schreiben aber sparen lieber. Das wird uns helfen. Jetzt bereue ich instant alles. Aber so viele Waffen gibt's doch in dem Spiel gar nicht, oder? Vor allem nicht so viele gleichwertige. Hübsche Vase. Kann ich die nicht kaputt machen? Okay, das ist ein bisschen doof. Das hätte ich jetzt auf PS5 aber schon erwartet. Sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Okay, Ellie hat das erledigt. Hä, aber ich dachte, es geht da bei der anderen Tür weiter. Doch nicht? Doch, gibt schon viele Waffen. Als ob. Na gut, aber so mega viel habe ich jetzt ja auch nicht weggeschmissen. Naja, mache ich es mir halt so schwieriger. Passt schon. Aber ich könnte mal wieder einen Medikit nachproduzieren. Und ein Messer. Oh.
Was war das hier? Ist das auch ein Teil des Museums? Ja, ne? Deswegen auch die ganzen Skulpturen. Hübsch, hübsch. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Man muss ja auch bedenken, dadurch, dass Ellie 14 ist und in dieser Pandemie geboren wurde, kennt sie viele selbstverständliche Dinge nicht. Ist ja klar. Sie war ja immer nur in dieser Quarantänezone. Und vieles kennt sie nur aus Erzählungen und sieht es jetzt zum allerersten Mal. Das muss auch total krank sein. Wie als wenn du, keine Ahnung, 50 Jahre im Gefängnis bist und du kommst danach wieder zurück auf freien Fuß und die Welt hat sich nicht komplett verändert. Du weißt gar nicht mehr, was ist jetzt zum Beispiel ein Handy? Hä, was ist Internet? Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Scheiße! Verdammt! Joel! Ich lebe! Ich werde außen rumgehen. Wir sind hier. Tess! Renn! Renn! Scheiße! Perfekt, Digga. Also ich meinte halt, wenn du in den 70ern zum Beispiel eingebuchtet wurdest und du kommst 2020 wieder raus, die Welt ist halt eine komplett andere. Klicker. Boah, das geht mir so oft den Sack, dass ich die nicht einfach killen kann. Ja, die Tür lassen wir dann lieber zu. Aber wie komme ich dann durch? Ich habe auch nichts zum Werfen. Ach du Scheiße. Ah! Okay, ich kill ihn. Ich kill ihn. Der wäre genau auf mich zugekommen. Ich muss den killen. Digga! Wieso habe ich nichts zum Werfen? Tess! Tess! Scheiße! Die macht gerade einen Espresso. Bleibt ganz cool. Scheiße. Wo zum Teufel muss man hin? Also den könnte ich jetzt ablenken mit der Flasche. Das werde ich auch müssen. Weil der blockiert den Weg. Oh, obwohl, warte, was ist mit der Tür? Die könnte noch eine Option sein. Natürlich zugesperrt. Ja. Yeah. Mach nicht diesen. Ja, dann muss ich jetzt in den Hauptraum, wenn er mich lässt. Oh, ich würde dich so gerne niederballern, du Schwein. Langsam. WTF. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt werfe, ob dann beide kommen. Da habe ich gerade richtig Angst vor. Tut. Die Geräusche. Ja, die Geräusche sind das Schlimmste. Da kriegt man Albträume von. Ja, genau. Jetzt sind sie tatsächlich beide hier drin. Oder deuten es zumindest an. Okay, 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 cool bleiben. Cool bleiben. Geh weiter deines Weges. Du auch. Was, 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 was? Was? Warum? Ich hab mich nicht bewegt. Die sind doch blind.
Wieso zur Hölle haben die mich jetzt bemerkt? Mach auf! Scheiße. Oh nein. Sind da noch mehr? Mach doch schneller auf! Wow! Schnell weiter, 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 weiter! Oh, Sackgasse, Sackgasse. Mir geht's gut. Leute, hier rein! Das Mädchen! Scheiße! Lass sie! Komm, die klickern noch oder sind die jetzt weg? Da, da drüben, Joe! Gut. Gut, 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 gut. Oh, damn, ich hab fast keine Revolvermuni mehr. Das war verdammt knapp. Oh boy. Das war insane. Hauptsache, die scheiß Klicker sind nicht mehr hier. Die waren mir so knapp auf den Fersen, Alter. Ich glaube, man kann auch nicht mehr zurück. Ja, ja, okay. Also, wenn da noch irgendwas zu holen war, dann ist das jetzt weg. Aber scheiß drauf. Hauptsache, ich lebe noch. Oh Mann. Das hat mich so aufgeregt. Der sitzt da so vor der Tür, während die Klicker hinter ihm rennen. Und mach die Tür so ganz langsam auf. Bist du bescheuert, Joel? Fäuste sind einfach die beste Waffe. Ja, aber das Timing muss stimmen und man darf es auch nicht übertreiben. Weil man gewinnt nicht immer den Zweikampf. Und gerade wenn es zwei sind, es kostet ja auch so viel Zeit, dann beißt sich der andere. Und du nimmst enorm viel Schaden. Also so sicher ist das auch nicht. Das Beste sind die Nahkampfwaffen, finde ich. Aber die gehen halt schnell kaputt. Puh. Wo sind denn die zwei Mädels jetzt hin? Ach da. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Von wegen, Museen sind langweilig. Das war doch sehr unterhaltsam. Schönes Museum. 5 Sterne auf Google. Tipptopp. Kann ich nur weiterempfehlen. Da war noch Revolvermunition. Hä, was? Wo? Wo denn? Das ist eine Flasche? Wo hast du Revolvermunition gesehen? Das sind alles Flaschen. Also ich sehe nichts. Mm-mm. Trotzdem danke. Napolo, danke für 33 Monate Mitgliedschaft. Und Eileen Bilger, 20 Münzen. Moin, freue mich schon riesig auf das Display. Ich kenne das Spiel schon, aber weiß auch nicht mehr alles. Deswegen freue ich mich, es mit dir nochmal erleben zu dürfen. Wünsche dir und dem Chat noch eine schöne Woche. Irgendwie rüber. Da ist so geht's mir auch. Unser Zielort. Die goldene Kuppel. Ich weiß auch nicht mehr alles. Umso besser, oder? Vorsicht.
Bei der Treppe wäre es gewesen. Wo war da eine Treppe? Ich gehe jetzt aber nicht mehr zurück. Ist egal. Für was ist das denn? Ach da. Denke ich mal. Oder? Ja. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Hier sieht es schon ganz schön aus. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Geh weiter, Kleine. Klicker könnte ich auch mit Schallwellen orten, wenn sie in deine Richtung gucken. Ah, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich hätte aber eigentlich eh nicht mehr weggekonnt. Leider Pech gehabt wieder. Naja. Egal. Überlebt. Ist das Einzige, was zählt. Und hier haben wir auch Revolvermunition. Guck mal an. Befehle. Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Handschriftlich. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Hey, alles wird gut. Okay. Einfach. Tess weggeschoben. Passt das so? Ach, das ist für da drüben. Ja, warum guckt ihr denn dann alle hier hin? Haut ab. Tess? Du blockierst das nicht. Mann. Heute wieder nutzlos, die Gute. Hoch und drüber. Boah, das sieht so viel überwuchener aus als in dem Remaster und dem Original. Endspurt, Tess. Wirklich geil. Das habe ich auch an dem Fangame geliebt. Dass da alles so richtig schön überwuchert war. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Wow. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber, ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Kein Problem, hat Spaß gemacht. Ey, für kein Geld der Welt würde ich sowas machen. Verhungere ich lieber. Oh, ein Firefly-Anhänger.
Man kommt immer noch nicht an eine PS5 ran. Nicht zu jeder Zeit, nee. Du musst schon auf der Lauer sein. Und die wurde ja jetzt nochmal 50 Euro teurer. Ist auch ein kleiner Arschloch-Move von Sony, also muss ich schon leider an der Stelle so sagen. Aber die wissen halt ganz genau, ey, die will eh jeder haben. Wir können momentan nicht so viel produzieren. Aber damit die Bilanz noch ein bisschen schöner aussieht, erhöhen wir einfach den Preis um den Fuffi, weil wir kriegen die ja eh los. Hätte jetzt nicht sein müssen, ehrlich gesagt. Das ist schon ein L-Move. Okay, leider sonst nichts, nur der Anhänger. Oder ich bin blind, das kann natürlich auch sein. Aber hey, hübsches Anwesen. Nein. Nein, nein! Oh. Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Hm. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Stellen. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Wir sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Bullshit. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann. Rest in peace, Tess. Aber sie war wenigstens diejenige, die Joel auf den richtigen Weg gelenkt hat. Weil ihm ist ja dieses Heilmittel scheißegal. Er glaubt da nicht dran. Wir gehen hoch. Kommt man vermutlich raus. Lackieren! Jetzt ist sie tot.
Tja, dann wohl. Weiter. Danke für alles, Tess. Ziel neutralisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden? Hat sie nicht. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Yes, Sir. Oh mein Gott. Da ist sie. Down. Wahnsinn, wie schnell das manchmal geht, wa? Wir werden bald hier sein. Man konnte sich zwar schon denken, dass sie irgendwann stirbt, aber so schnell, so plötzlich, das hat mich damals schon überrascht. Fuck. Gib mir Deckung, ich gehe ran! Na super. Auch in Deckung, ich gehe ran! Hätte man hier weggehen sollen oder was? Weil hier hat man ja gar keine Chance eigentlich. Wir haben getroffen, du müdes Schwein! Scheiße! Ja. Ihr Bastard, ey! Lass Ellie in Ruhe! Ich habe... Digga, ich glaube, wir haben gerade hier alles falsch gemacht. Man hätte wahrscheinlich flüchten sollen. Aber irgendwie konnte ich überleben. Wow. Fuck. Ich glaube, man hätte sich hier irgendwo verstecken sollen und sie dann stealth-killen, aber wir waren so dumm. Und haben erstmal Sightseeing betrieben. Oh mein Gott. Zu wild. Dritter Tod incoming. Ja, ich habe ihn auch schon geschmeckt. Aber es hat noch gerade so irgendwie hingehauen, Mann. Digga. Man hätte safe wegrennen müssen. Guck mal. Wie dumm war ich bitte? Das hat jetzt wirklich sehr viel Munition gekostet. Das tut echt weh. Vor allem nur noch eine Revolvermuni, ey. Lost! Aber das ist das Schlimme, das Spiel ist gnadenlos. Du kriegst nicht mal Zeit, um Tess zu trauern. Was ist das? Ein Gewehr. Ui. Das ist schön. Jagdgewehr. Tippe R1, um Waffen schnell zu wechseln. Joel? Ich hab es. Ah. Sehr gut. Aus ordentlich Distanz sollte man damit one-shotten können. Aber wir haben ja gerade schon ein Drama verursacht. Jetzt lass diesmal Stealth versuchen. Das mit Tess ist schade. Ja, total. Weil das war wirklich eine Ehrenfrau. In jeglicher Hinsicht. Und die hat Joel auch sehr gut getan. Man merkt, da war mehr. Aber ich glaube, es ist nie mehr passiert. Dafür war nicht die Zeit und er war auch zu kühl. Ich glaube nicht, dass der Bock auf eine Beziehung hat. Jetzt nicht mehr. Aber wäre theoretisch drin gewesen. Das waren nicht nur Partner. Und mit ihrer Aktion hat sie Joel und Ellie gerettet. Und mich jetzt beinahe versaut, weil ich einfach nicht weggerannt bin.
Ah, der sieht mich. Oh, Scheiße, da kommt noch einer. Fuck, ich muss den da vorne killen. Ja, aber der sieht mich doch safe. Versuchen wir es so. Wer ist da? Okay, das klappt. Geil. Sie waren ein sehr gutes Duo. True. Oh mein Gott. Du warst schrecklich in Stealth, ich sehe dich bald tot. Ja, ich habe mich seitdem ein bisschen verbessert, aber es ist immer noch etwas, was ich nicht besonders gut kann. Bin dann doch eher so der die offene Konfrontation sucht. Joel, du hast nicht getroffen, aber er ist trotzdem tot. Schnell heilen, 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 heilen. Du traust dich ja was, Ellie. Aber ich glaube, der ist der Letzte. Ich habe nur 4 gesehen. Okay, okay. Komm, Ellie. Okay, gut. Gut. Pillen, ganz wichtig. Wie viel habe ich jetzt? 40. Boah, ich brauche schon noch eine Menge, ey. Morgen hole ich das Spiel auch. Gönn dir. Ist es wirklich wert, wenn du es noch gar nicht kennst. Falls doch, ja, muss man halt schauen, ob die 80 Euro für einen selber passen. Ist schon recht teuer für ein Remake. Aber beim ersten Sale würde ich es mir so oder so holen. Ich werde es mir auch Sale für PC nochmal holen dann. Allein schon wegen Mods. Das wäre so geil. Habt ihr diesen Kermit der Frosch-Mod bei Spider-Man gesehen? Der ging jetzt die Tage viral. Ist so lustig. Ich bin hier schon richtig, oder? Okay. Ey, wie geil diese Räume einfach aussehen. Texturen sind 10 von 10. Okay, wie kommen wir hier jetzt durch? Erstmal kommen lassen, oder? Aber ich werde sowieso wieder von der Seite überrascht. Man kennt's. Bericht. Komm her. Süden sicher. Norden sicher. Kein Ziel. Haltet die Stellung. Lohnt sich das Fangame zu holen? Wenn dir Story scheißegal ist, dann ja. Weil die haben sie nicht so gut hinbekommen, die Fans. Wie die echten Macher. Hoffentlich kommen Dodge-Mods. Das wäre halt wirklich geil, ja. Aber sowas ist nicht ganz einfach. Trotzdem machbar. Ah, ich kann ihn nicht killen. Der andere da hinten, der ist da ganz in der Nähe. Ein Gewehr. Ja, dass die mit Waffen rumlaufen, das kann ich mir schon denken. So, jetzt aber. Oh oh. Eine Leiche wurde entdeckt.
erstmal wieder zurück. Zurück. Und dann versuche ich ihn zu überraschen, der die Leiche gefunden hat. Wie heißt das Fangame? The Last of Us Part 2. Los, wir suchen weiter. Ja, die haben sich jetzt da hinten verbarrikadiert. Ich glaube, ich kann ihn mir schnappen. Schnell, schnell! Gut. Was gesehen? Nö, alles gut. Oh. Wie viele sind das noch? Müssten doch langsam mal durch sein jetzt. Aber diesmal läuft Stealth gut. Schnell. Wer ist da? Niemand. War nur eine Spinne. Oh, fuck. Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Aber einen kann ich mir noch schnappen. Hoffentlich. Was zum... Scheiße. Gib's ihm! Was machst du denn? Nein, oh nein, komm schon, Mann, töte mich nicht, bitte lass mich gehen! Nein. Du hast mich nicht abonniert. Also macht ihr es besser, sonst seid ihr auch dran. Und geliked hat er den Stream auch nicht. Was ein Arsch. Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Ich nicht. Oder meint ihr den Weg hier? Ja, wir machen noch ein bisschen Looky-Looky. Sieht ja alles wunderbar aus hier. Wie ich die Stelle gehasst habe. Ja, ich erinnere mich, dass mich die hier auch abgefuckt hat. Dafür lief das hier gerade richtig gut. Wirklich. Das ist nicht so einfach. Das sind starke Soldaten, die auch gut gepanzert sind. Wenn du da ins Schussduell gehst, dann verbrennst du wirklich viel Muni. Die sind echt schwer zu besiegen. Lecker. Also da bin ich echt zufrieden, wie das gerade gelaufen ist. Würde der einen wieder angreifen, wenn man ihn verschont? Ich glaube, in fast allen Fällen ja. Also die labern einen nur gut zu, aber dann würden sie einen hinterrücks attackieren. Ich weiß nicht, ob es auch Fälle gibt, wo sie dann wirklich nichts machen. Aber ich kann mich an einen solchen Fall nicht erinnern, sondern nur, dass sie dann trotzdem angreifen. Deswegen, sie zu verschonen, lohnt sich eigentlich nicht. Oder habt ihr schon mal was anderes erlebt? Weil ganz am Anfang, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich auch immer verschont. Und nachdem ich dann zweimal gescampt wurde, dachte ich mir, fuck it, ich bringe euch alle um. Hat es 60 FPS. Im Grafikmodus nicht. 40 sind's, aber es wirkt trotzdem sehr flüssig. Es gibt noch Leistungsmodus, da hast du dann, ja, variables 4K. Und da sind es dann 60 FPS, ja. Bleib unten. Öffentlicher Nahverkehr, Boston. Bleiben wir erstmal oben. In Part 2 sterben die, nachdem man wartet. Aber auch nicht alle. Da greifen sie dich auch an manchmal. Ich weiß nicht, wie es hier bei Part 1 ist. Ob die da auch sterben oder ob man wirklich mal eine friedliche Lösung finden kann. Nein, habe ich noch nicht erlebt. Ja, greifen immer an. Ja. Also wir können es das nächste Mal ja mal ausprobieren, aber ich bin mir sicher, dass die mich verarschen. Noch mehr? Sie kommen uns nach. Jo, jetzt aber schnell, du.
Ich hab's eilig. Sporen. Runter. Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Krass. Hast du das? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Das ist jetzt der ultimative Beweis. Ellie ist tatsächlich immun. Sie kann die Pilzsporen einatmen, ohne dass etwas passiert. Richtig krass. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Scheiße! Oh, wie gut, dass er genau in dem Moment wieder weggeguckt hat, der Bruder da unten. Oh. Dein Kumpel ist gerade pissen. Ich bin da mal rausgeschlichen, ohne gesehen zu werden. Das ist möglich. Ja, ja, klar, du kannst. Ich glaube, ich. Ja, nicht immer, aber. Fast das gesamte Spiel über könntest du theoretisch durchstealthen, schleichen und rennen. Aber es ist super hart. Man muss nicht kämpfen. Oh, ist das eklig. Scheiße. Das ist, also, guckt euch wirklich mal die Grafikvergleiche an. Das mache ich auch immer just for fun. Gestern erst wieder so einen gesehen. Unterschiede sind wirklich heftig. Hätte ich jetzt... Moment. Ich dachte, man kann darauf. Kann man nicht? Oh, ach so. Oh. Okay. Dann... der Bahnlinie nach. Problem ist nur, hier wird es garantiert Klicker geben. Sporen sind immer ein Anzeichen dafür. Also kein hundertprozentiges, aber du weißt dann auf jeden Fall, hier lieber schnell weg. Oh, stimmt. Uns fällt schon das ein. Weil, wo soll sie das auch gelernt haben? Was machen wir denn jetzt? Irgendwas zum Transportieren da? Wo ist sie überhaupt? Kommen die Taschenlampengeräusche aus dem Controller? Wie bei PS4. Kann ich dir nicht sagen, ich habe Kopfhörer im Ohr. Und ich habe auch standardmäßig alle Controllergeräusche ausgeschaltet. Weiß ich nicht. Kann ich irgendwie schneller schwimmen? Ich musste mir damals Schwimmen auch selber beibringen. Ja, warum nicht? Also ich finde schon, man sollte es können, wenn man es nicht... Ellie? Mir geht's gut. Oh. Na dann. Wenn man es nicht beibekommt, dann... Gibt es auch später noch Möglichkeiten, das zu lernen? Gar kein Ding.
da, sie geht noch. Cool, dann hast du jetzt auch eine Lampe, wunderbar. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street, neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Oh, die Stalker werden doch jetzt schon erwähnt. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich was. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Ich weiß nicht mehr genau, was der Mega-Unterschied zwischen den Runnern und den Stalkern war, aber ich glaube, die Stalker sind einfach noch mehr auf dich fixiert und rennen dann wirklich super schnell auf dich zu. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Irgendwann werden wir es erfahren. Melly, vielen, vielen Dank für 5 Münzen, die du da gelassen hast. Mega geiles Spiel, freue mich auf morgen. Habe heute die roten Cover an die Playsee gemacht. Mega nice, hast du auch welche? Ja, habe ich. Ich habe aber trotzdem noch die weiße. Aber ich habe mehrere Farben. Kann ich vielleicht mal am Ende des Streams zeigen, wenn ich es nicht vergesse. Aber ich habe auch solche Farben, ja. Steig drauf. Wirklich? Helly. Okay, okay. Mir gefällt aber die weiße immer noch am besten. Vorsichtig. Und ich hab dich. Passt auch am besten zu meinem Zimmer. Deswegen habe ich die Farben nicht geändert. Ich wollte eigentlich noch gerne dahinter gehen, aber da ist nichts, oder? Leute, ist da was? Ich glaube nicht. Wo ist die Leiter hin? Ah. Die Stalker verstecken sich auch vor dir. Was? Sie können aus der Deckung heraus agieren. Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist ja mega dreist. Scheißviecher. Ist hier vielleicht noch... Oh, doch, hier ist noch was. Hier ist doch noch was. Eine Leiche. Und Schrauben. Warte, kann ich hier nicht auftauchen? Oh mein Gott. Schnell, pack ein, Alter. Oh, du bist so ein Idiot. Imagine jetzt ertrinken. Dann muss ich aber los. Oh, Pillen auch. Ganz wichtig. Schönes Secret. Ich dachte, vielleicht finden wir einen Firefly-Anhänger, aber das ist ja viel besser. So, nochmal rein. Da waren noch ein paar Schrauben. Hast du jetzt endlich alle? Das regt echt ein bisschen auf in dem Spiel. Oh, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ah! Doch noch ein Firefly-Anhänger. Okay. Auftauchen, Bruder. Uff. Ja, mehr riskiere ich jetzt nicht. Ich glaube, ich hau ab. Stalker warten immer auf den perfekten Moment, um anzugreifen. Eieiei. Das kann belastend werden. Schöne Kinoplakate. Okay, nicht wie raus hier. Als ob wir hier durchkommen, ohne einem Klicker zu begegnen. Das ist ja großartig. Wow. Geilo. Ugh.
Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Neues Gebiet. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Das meinte ich vorhin. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marleen? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Einfach unvorstellbar, dass man einen Wald noch nicht gesehen hat. Hey, Kleiner. Da ist man auch ein bisschen sprachlos, oder? Aber es ist wirklich schön hier. Moonlight Soul, vielen Dank für 5er. Nach einem entspannten Tag im Zoo deinen Livestream schauen. Ich hoffe, dein Ägyptenurlaub war schön und ihr konntet euch entspannen. nein. Aber Ausflüge waren schön. Den Rest habe ich schon auf Twitch erzählt und mache ich irgendwann nochmal auf YouTube, aber nicht jetzt. Marvin Kost, danke für die Mitgliedschaft und Lubu auch. Jonas, Ehre für eine Münze. Diese Sonnenstrahlen, so schön. Oh Mist. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Wow, da! Ja, ich denke mal darauf. Eine Brücke bauen. Ja. Können wir dann von oben machen? Kann ich mir eigentlich ein neues Medikit bauen? Ja, okay, super. Ich würde halt auch liebend gerne einen neuen Molly machen, ne? Ist klar, aber solange ich gar kein Medikit habe, muss das vorgehen. Welchen Skill würdet ihr jetzt eigentlich als erstes aktivieren? Messer im Kampf gegen Klicker? Oh, geil. Das ist richtig stark. Messer im Kampf gegen Klicker oder maximale Gesundheit erhöhen? Verbesserte Nahkampfwaffen. Können wir nun auch bauen? Ja, tipptopp. Wenn wir eine Nahkampfwaffe gefunden haben, können wir sie upgraden. Aber natürlich nur mit den entsprechenden Ressourcen.
Die sind jetzt aber so stark. Damit können wir, glaube ich, wirklich One-Hit KO'en. Außer es handelt sich um einen gepanzerten Soldaten. Aber Infizierte und normale Hunter können damit eigentlich direkt abgestochen werden. Na also. Feuer. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Schon Messermeister, ne? Die meisten schreiben Messer. Ja, ich glaube auch. Weil wir haben es ja gesehen, mein zweiter Tod war ein Clicker One-Hit KO. Das ist halt schon krass. Und mit dem Messer kann ich das zumindest noch verhindern. Ich glaube auch, wenn ich von hinten erwischt werde, oder? Ja, doch. Das ist halt echt. Ich dachte wirklich, das wäre so ein Standard-Skill. Den hat man von Anfang an, aber nö. Hatte man das im Fangame von Anfang an? Vielleicht glaube ich das ja deswegen. Ja, das kriege ich nicht auf. Komm, da ist noch ein anderer Weg. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Oh, was war das? Nein. Oh Mist, bleib zurück. Da ist einer im Schuppen. Und er ist nicht allein. Was ist das? Ist das ein Runner? Nee, ist ein Klicker, ne? Ja. Kann ich den mit der Nahkampfwaffe besiegen? Ich weiß nicht, ob das auch für Klicker gilt. Chat? Es muss doch eine Möglichkeit geben, Klicker auch schnell leise zu killen, ohne ein Messer zu verwenden. Oder? Gibt's das echt nicht? Ja, ansonsten muss ich halt das Messer jetzt rausnehmen. Es geht ja nicht anders. Was ist das denn hier? Erinnerung, mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Lock ihn erstmal raus. Warum? Sollte gehen. Ja, okay, schreiben fast alle ja. Sind hier noch irgendwo Pillen, weil jetzt davon explizit gesprochen wurde? Die brauche ich. Finde aber keine. Ja, aber rauslocken werde ich ihn nicht. Ich hau einfach drauf. Ah, hier sind Pillen. Na also. Theoretisch mit der Waffe, die du bald finden wirst. Ich weiß tatsächlich nicht, welche du meinst. Aber es sollte eigentlich mit allen Spitzenwaffen gehen. Na, warte, die Tür machen wir jetzt nicht auf. Halt, die machen wir jetzt nicht auf, das hört er. Von vorne wird schwierig, glaube ich. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt wirklich auf ihn einschlage und er guckt nur zu, der muss doch dann davon eigentlich sterben. Ich teste es jetzt aus, sonst werde ich mich das die ganze Zeit fragen. Geht. Nice. Ah, aber mit einem Schlag ist dann die Spitze vorne weg und wir haben jetzt nur noch ein normales Rohr. Aber hey,
Alles gut. Passt so. Schmeckt. Der nächste, bitte. Die Tür aufmachen, falls ich flüchten muss. Ja, aber den baller ich jetzt nieder. Oh, fuck. Zwei schöne Header. Klicker sind nervig. Ja, schon. Aber sie sind auch einfach geil. Also, es ist eine Hassliebe. Wirklich. Es ist eine Hassliebe. Sollte clean sein jetzt. Hier geht's nicht rein? Schade. Weil ich liebe das auch, total verlassene Häuser in dem Spiel zu erkunden. Also das ist auch so ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Du weißt nie, was du entdeckst. Und manchmal auch die Geschichten dahinter, weil du ja ab und zu auch Notizen findest. Mit so ein paar Schicksalsschlägen. Und dann erfährst du halt, ja, wie ist diese Familie jetzt gestorben? Was hat sie zuletzt gedacht? Waren sie zusammen? Ja, nein. Konnten sie sich verabschieden? Ja, nein. Geht nicht auf? Ist das auch wieder ein optionaler Raum? Weil dann würde ich das Messer hier jetzt verwenden. Na bitte. Das ist halt auch so ein Ding. Man muss gucken, dass man nicht so viele Messer verwendet, damit man die dann für solche optionalen Türen noch übrig hat. Du wirst ja dafür belohnt. Jo, und zwar richtig. Einfach 15 Pillen. Damit haben wir jetzt 55. Fehlen noch 20 für Messermeister. Auf der Straße ist ein Safe, nicht vergessen. Okay. Da werden wir dann auch gleich nochmal ein Auge drauf werfen. Ich glaube, wir können gehen von hier, ne? Da sollte jetzt alles... Ja doch, da sollten wir jetzt alles haben. Muss aber jetzt trotzdem ein Messer nachproduzieren, wenn es geht. Nein, geht nicht. Shit. Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Ja, okay. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Ja, sie hat schon recht, Joel. Also, ich sehe jetzt auch keine andere Möglichkeit. Ist er jetzt echt bockig? Ah. Gut. Stell den Fuß auf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Okay. Oh, mal sehen. Warst du im oberen Stockwerk im Haus? Okay. Tada. Gut gemacht. Bin ich mir sicher. Danke. Ich werde es für dich gerne überprüfen, aber gab es da ein oberes Stockwerk? Nee, es geht hier nicht weiter rauf, das war's. Geht nur runter. So, auf der Straße gibt es jetzt einen Tresor. Den müssen wir finden und den Code ebenso. Das ist auch das also, Geile, das wirkt so dein offen. Dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Auch Ehre, dass Onkel Tommy so lange überlebt hat. Er hat ja alles dafür getan, dass Joel und hey, seine da. Tochter flüchten können. So
Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Süß, also Ellie meine ich. Die Zwerge eher gruselig. Au, nochmal 10 Pillen wert. Vielleicht kriegen wir es heute noch zusammen, Leute. Jetzt muss ich aber erstmal aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Wie ich eben schon sagte, das alles wirkt so offen und das ist es auch teilweise. Also in manche Häuser kannst du rein, nicht in alle. Im Fangame war das ein bisschen, also logischerweise noch ein bisschen besser. Ist ja auch ein neueres Spiel. Aber auch hier kann man sich einige Sachen noch näher anschauen. Kannst jetzt ein Messer bauen. Ja, soll ich oder soll ich noch sparen? Ich bin immer unschlüssig. Hier können wir rein zum Beispiel. Ach, ich mach's mal. Weil eins sollte man halt schon bei sich tragen. Befehl zur Evakuierung von der Federal Disaster Response Agency. Die Fedra. So, was war das hier? Ein Pizzaladen. Wow. Das liebe ich auch, in die Gebäude reinzugehen und dann herauszufinden, was war das mal. Schöner Ofen, oder? Mmm, yum, yum, yum. Gegen eine Pizza würde ich jetzt nicht nein sagen. Die haben sogar ein Gaming-Automat hier. Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Bisschen spät dran, leider. Zeit, Joel zu canceln. Er möchte keine Videospiele spielen. Ah, tatsächlich. Mit Dreieck gedrückt halten kann man alles einsammeln. Ich habe immer einzeln gedrückt, verdammt nochmal. Das stand vorhin schon im Chat. Dass man so alles einsammeln kann. Okay. Weiß ich Bescheid. Das hätte die Sache im Wasser vorhin auch einfacher gemacht. Ich muss immer alles absuchen, tut mir leid. Ja, nicht spoilern. Also, der Freund, von dem sie gerade gesprochen hat, den werden wir noch kennenlernen. War hier jetzt nicht noch was? Moment. Ach, da oben, ne? Da habe ich noch gar nicht hochgegangen. Meine ich. Ja, ah, okay. Schrauben. Gut. Du hast jetzt 75 Pillen. Was? Hä? Ich dachte, es fehlen noch 10. Ja, lol. Abfahrt. Messermeister. So. Na. Endlich kein Clicker-One-Hit mehr. Ich kann mal wieder nicht zählen. Dachte, es fehlen noch 10. Huch. Ah, eine Bar. Ist das der Tresor? Yo, ich habe den Tresor gefunden. Okay, dann suchen wir jetzt noch nach dem Code. Wenn ich ihn nicht finden sollte, darf der Chat wieder spoilern. Aber erstmal suchen wir. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht.
Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Ja, das stimmt. Ich frag mich, welche Städte wurden ja, gebrannt? Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Haben die eher die kleineren Städte gewarnt oder die größeren? Aber dann hast du doch da eine größere Panik, wenn du jetzt New York, Los Angeles und sowas vorwarnst. Befehlst du... Achso, ja. Siehst so krank aus. Ja, also je weiter wir im Spiel vorankommen, desto mehr trumpft die Grafik auf. Ist echt heftig. Kann man hier noch irgendwo rein? Weil ich glaube, dass der Code wieder irgendwo auf einer Notiz steht oder so. Verbindliche Evakuierungsaufforderung. Auf der Evakuierungsroute bitte Anweisungen von Behörden folgen. Auf einem Pfeil nach links steht Evakuierungsroute. Evakuierte werden in der sicheren Evakuierungszone an folgendem Ort erwartet. Lincoln High School. Du kannst auch nach Cracks im Safe hören. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Man kann da cheaten. Ja. Aber ich würde es schon gerne legit machen wollen. Aber ihr habt recht. Hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Truck zu laden. Falls du ihn öffnen musst, die Kombination ist 5, 17, 21. Alles klar. Ich werde schießen. Das hat, glaube ich, Bill, Joels Freund, dahin geschrieben. Habt ihr euch den Code gemerkt? Denn ich habe ihn wieder vergessen. 5, 17 und was war's noch? 17. Nee. 5? Digga, ich bin so lost. Wirklich, wirklich traurig. Ah ja, man hört aber das Knacken. Hört ihr es auch? Warte, ich mach mal saulaut für euch. Erstmal die normalen Sounds. So, und das war jetzt ein anderer Sound gerade. Fünf, 17, 21. Ja, genau. Witzig, dass man diesen Tresor hier einfacher finden kann als den vorherigen. Der war ja wirklich in einer brandgefährlichen Zone. 50 Schrauben, 5 Pillen und Gewehrmuni voll? Willst du mich verarschen? Als ob. Real Talk? Ich meine, ja, ich habe es noch nicht verwendet, aber da kann man ja sau wenig Muni mitschleppen. Ist ja beinahe lächerlich. Kurze Frage. Gibt es später noch ein neues, besseres Gewehr oder ist das das einzige im Spiel? Hier können wir noch luchern. Ih, Ratten. Wow. Wie geht das an? Hier gab's Musik. Und vielleicht auch Retro-Videospiele. Folgen wir den Ratten mal. Was? Geht nicht? Was war das? Drückt manchmal auch einfach nur so aus Reflex Dreieck. Immer geil, wenn man dann was findet. Ja, ist das einzige Gewehr. Okay, dann kann ich das ja ohne groß nachzudenken schön upgraden. Wer ist der Typ? Die verdammten Infizierten tauchen zu oft viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder aufräumen.
ist das Einzige, aber man kann es krass verbessern. Ja, super. Dann stecke ich da doch mal ein bisschen mehr Schrauben rein als in die anderen Pistols. Wenn die sich nicht so lohnen, wie ihr sagt. Ich hatte nur in Erinnerung, dass man, glaube ich, noch eine bessere normale Pistole bekommt. Irgendwann. Mann, das ist echt traurig. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Wenn du hier Musik hörst, dann kommen die Infizierten. Warte mal, ich glaube, hier geht's weiter. War hier nicht auch noch ein Gang? Kannst Molotow herstellen? Mache ich dann mal, weil wir haben ein Medikit. Danke für den Hinweis. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir wieder schön viel Spielzeug. Oh, Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Geniale Falle, Real Talk. Bill ist ein Genie. Voll nice. Oh, hier geht's rein. Aber nur mit einem Messer, ne? Man kennt's. Okay. Machen wir. Okay. Bingo. Yeah. Ja, das lohnt sich voll. Also, immer schauen, dass man noch ein Messer herstellen kann zur Not. Nicht mal zwingend zur Verteidigung, sondern für diese Räume. Da gibt's so viel nice Stuff. Braucht man einfach. Das ist jetzt mal ein leicht ruhigerer Part des Spiels, aber das ist auch schön, dass es nicht immer permanent Action, Action, Action ist, sondern dass wir auch einfach mal die Welt und die Schicksale auf uns wirken lassen können. Wow. Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Ich finde, da haben sie die Mischung immer sehr gut gefunden. Zwischen wann muss es richtig abgehen und wann nehmen wir mal ein bisschen Tempo raus. Komm her. Mit der hier kommen wir rüber. Bill, der Student. Absolut. Das ist auch wirklich ein super Typ. Muss schon was heißen, dass der hier so lange überlebt hat. Konnte man in dem Fangame nicht auch solche Stolperfallen bauen? Oder bin ich da jetzt auch wieder lost? Ist das der Bogen? Jo! Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen. Als Absicherung. Vergiss es. Ehrlich gesagt, ziemlich dumm von Joel. Ellie hat schon bewiesen, was sie drauf hat. Und es ist halt einfach besser, wenn beide Waffen haben. Dann muss er nicht immer hundertprozentig auf sie Acht geben und sie kann sich auch selber verteidigen. Aber ich schätze, das weiß ich jetzt nicht, ob das confirmed ist, aber ich schätze mal, der Grund, warum er ihr die Waffe nicht gibt, hat vielleicht auch mit dem Tod seiner Tochter zu tun, weil er denkt, ja, Waffen und Kinder auf keinen Fall irgendwie zusammen, weil könnte ja was schief gehen. Wenn ich er wäre, dann würde es zumindest in meinem Kopf ein bisschen rumspuken. Und dann müsste er sich wieder die Schuld geben. Sag mal, wo komme ich weiter jetzt? Hä? Lol? Ah ja.
Nein, konnte man im Famgame nicht. Aber es gab immer platzierbare Sprengfallen. Wobei es die hier auch gibt. Die Luft ist rein. Komm hoch. Okay. Okay. Moment, brauchen wir jetzt nicht nochmal das Brett? Oder wie kommen wir darüber? Ach, Mist. Digga, ich bin gerade so aufgeschmissen. Cringe. Also ich komme nicht runter, ich komme nicht rüber. Perfekt. Hoch? Nee. Er übernimmt die Vaterrolle von Ellie. Zwangsläufig, ja. Ja, war schon richtig, siehste. Das ist Fangame jemals nochmal spielen. Also aufgrund des Gameplays und der Welt hätte ich ja schon ziemlich Bock, aber der Rest ist halt so bodenlos. Ich glaube, da tue ich mir keinen Gefallen mit. Oh, Scheiße. Oh, aber der Bogen ist jetzt auch eine Möglichkeit, relativ leise zu killen. Das ist dann natürlich bei Klickern ein Segen. Als das Spiel raus war, waren Bögen in Videospielen auch richtig im Hype. Da hatte gefühlt jedes Game einen Bogen. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden. Okay? Okay. So wie du, oder? Er hätte auch von sich selber sprechen können gerade. Fangame New Game Plus confirmed. Hilfe. Vielleicht bevor Part 3 rauskommt. Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Aber ich denke mal, Scheiß. Bis Part 3 wird's eh noch lange dauern. Ja. Can't help. Go away. Muss aber helfen, du hast keine andere Wahl. Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Mhm. Student. War ich da schon? Was ist das für ein Lärm? Da hat doch gerade jemand an die Tür geklopft. ETF. Jetzt weiß ich nicht genau, wo ich lang soll. Okay, pass gut auf. Ist Revolvermuni? Nee, dann schauen wir mal in die Tür hinein. Aber ich habe da kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Es muss hier irgendwo ein Infizierter sein.
Warum hast du nicht geschossen bei der Falle? Warum eine Munition verschwenden? Einfach Stein oder Flasche schmeißen. Wo bist du? Da ist er. Oh, aber richtig stabiler Headshot. Mann! Ich hab mich zu Tode erschreckt. Same. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Der arme Kerl, das war bestimmt mal seine Wohnung. Rachel. Rachel? BTF? Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald, Ezra. Ja, es hat wohl nicht funktioniert, ne? Ob sie sich hier gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön. Na, ich glaube nicht dran. Verpeiler, vielen Dank für 5 Münzen. Der Stream ist nicht mehr verfügbar. Auf Twitch, sorry. War eh keine gute Show. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Ich LP'e noch Resident Evil 8 DLC im Oktober. Weil gerade nach Resi gefragt wird. Da kommt ein Story-DLC. Den spielen wir. Und Resi Evil 4 Remake. Na komm. Anfang nächsten Jahres. Bleib in meiner Nähe. Upgrade? Nein. Oh, 8 Schuss Revolvermunition. Sehr geil. Lass erstmal nachladen. Dauert ja auch seine Zeit. Ellie, komm schon, wir. Oh, Scheiße! Ich hab dich. Verdammt, Bill! Was ist passiert? Shit. Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Hilfe. Schneid das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Beeil dich bitte. Oh nein. Joel! Scheiße, sie kommen! Joel! Kümmer dich ums Seil! Ellie, wie weit bist du? Ich mach so schnell, wie ich kann! Bisschen schneller, bitte! Ellie! Nein! Ach komm, das ist doch unfair! Ich hab gerade... Das darf nicht wahr sein! Ich hab so viele Headshots verteilt, aber der erste Schuss mit dem Revolver ging an dieses beschissene...
an diesem Haken, der da hin und her geschwungen war. Der hat den Schuss vor dem Klicker abgefangen. Und warum konnte ich jetzt kein Messer verwenden eigentlich? Voll der Betrug. Das ist halt wirklich jetzt nicht verdient gewesen. Ich war voll gut. Kümmer dich ums Seil. Er lebt. Wie weit bist du? Ich mach so schnell wie ich kann. Mega unverdient. Oh, der lädt so lange nach! Ich kann die Waffe auch nicht wechseln. Ey, ist das ein Scam? Ellie! Ja, wie viele Schüsse braucht denn dieser Klicker noch? Hä? Junge, der hat 6 Schüsse gefressen, bereit, der Wichser. Halt euch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Ey, wenn du mich jetzt nicht gleich losschneidest! Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! Oh nein! Lass das! Der nächste Klicker. Scheiße, ich treffe nicht mehr. Lass sie in Ruhe. Fuck, lad nach. Wie viel Munition habe ich eigentlich? Ich habe mir hier unendlich. Jo, was? Boah, wie der sabbert. Verbiss deinen Arsch und steh auf! Ehre. Ja, lauf doch! Okay. Oh, Scheiße! Ah, verdammt nochmal! Weg! Zurück! Wo lang? Okay, wir müssen durch. Komm, hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Seite, hinter uns! Bill, na los! WTF? Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Bill, sie kommen durch die Tür! Ich hab's gewusst. Mach sie fertig! Nein! Ehrlich, zurück! Zurück! Dort rechts! Das ist die Scheiße. Okay, na los, wir sind fast da, Mira. Oh Scheiße. Gott verdammt, sie kommen her! Na los! Sie kommen her! Lauf weiter, hier lang, durch den Trap! Okay. Ich kann mich jetzt nicht heilen. Schnell! Lauf ja, ich lauf ja! Mann! Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt noch mal. War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich
brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Bill? Für mich heißt der Typ Gronkh. Aber Junge, diese Stelle, dass die so schwer war, das wusste ich gar nicht mehr. Das war jetzt wirklich krass. In dem ersten Versuch fand ich schon, dass ich richtig gut war. Aber dieses Pech beim Klicker war auch nicht zu fassen. Und teilweise brauchen die 6 Schüsse. What? Da ist man mit einem Fail ja noch gut bedient. Imagine, du spielst das Spiel auf diesen höchsten Schwierigkeitsgrad, wo du bei einem Fail stirbst. Und du verreckst da jedes Mal. Du brauchst ja auch 4 Stunden, um überhaupt dahin zu kommen. Alter. Eine Karte von Bills Stadt. Handschriftliche Notizen auf der Karte deuten auf Positionen von Infizierten, Nestern, Sicherheitszonen, Fallen, Bills Versteck und einen Konvoi hin. Ja, nice. Hatte ich eigentlich wirklich kein Messer? Bin ich eigentlich völlig bescheuert? Dann brauche ich mich auch nicht wundern, warum ich gegen den Klicker nichts machen konnte. Ich dummer Vollhonk dachte, ich habe noch ein Messer. Aber andererseits war das HUD auch völlig ausgeblendet. Ich glaube, das ist eine Sondersituation. Du kannst da keine Waffe wechseln, du kannst da nichts machen, außer schießen und nachladen. Ich glaube also, dass mich ein Messer auch nicht gerettet hätte. Falls doch, meine Schuld. Immer darauf achten, dass man mindestens ein Scheißmesser hat! Muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Der hat ja voll den Stock im Arsch. Geh ihm einfach aus dem Weg. So geil, wie Ellie auf ihn reagiert. Diesen Monat haben sich schon 3-mal zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Ich brauche jetzt auch Heilung, aber ich möchte nicht unbedingt das Medikit verwenden. Gibt's nicht noch ein paar Snacks irgendwo? Ellie hat schon recht. Bill ist ja jetzt nicht gerade der Schlankeste. Der hat doch bestimmt noch irgendwo was zu essen. Der soll mal gönnen hier. Bei Erbarmungslos bin ich da verzweifelt. Erbarmungslos, ist es der höchste Schwierigkeitsgrad? Ja, ne? Oder war das Überlebender? Nee, Überlebender ist es, glaube ich. Aber ich denke, bei dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad hältst du da auch nur 2 Schläge aus und das war's. Maximal. Ellie, steh nicht im Weg rum. Ich komm hier nicht weg. Oh, Schach. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Patrick Wanko, danke für die Mitgliedschaft. Und Minecrafter, auch danke für die Mitgliedschaft. 1 Monat. Herzlich willkommen, viel Spaß mit den Emojis. Ja.
Kapitel 4. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Kann man das jetzt nicht sogar... Ja. Messerhaltbarkeit erhöht. Kann ich die jetzt zweimal benutzen, oder was? Das hätte ich mal vorher gebraucht. Aber ich glaube schon. Jedes Messer kann jetzt zweimal verwendet werden. Ja, perfekt. Nur nicht... Digga. Nur nicht das, was ich mir da unten gerade gecraftet habe. Und warum? Es... Lächerlich. Lächerlich. Kannst du Schach? Ich hab's früher gespielt, ja, aber ob ich's noch kann? Also klar, ich kann die Regeln noch, aber ich glaube, ich habe jetzt keine gute Taktik mehr drauf. Hast du jetzt alles fertig? Denke schon, ja. Wobei andererseits, ich glaube, das ist ein relativ guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Es war heute wieder richtig wild und richtig geil. Oxy, vielen lieben Dank für insane 50 Münzen Donation für das Mitgliedschaftsjubiläum. Mögen noch viele Jahre folgen. Danke für den vielen Content, du bist und bleibst der Beste. Ich danke dir sehr für diese lieben Worte und ja, wünsche dir einen schönen Abend. Genauso den allen anderen hier auch. Ich hoffe, der zweite Part hat euch gefallen. War doch schon nochmal eine krasse Steigerung zum ersten, würde ich sagen. Das Spiel ist einfach geil. Wir haben 1400 Likes geschafft. Kuss an euch und morgen zur selben Zeit geht es weiter in Bills Stadt. Nicht verpassen, sage ich da nur. Bis morgen.